Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64. Wir waren offscreen nochmal kurz in der Wüste, haben einen Quiz gemacht, weil auf einmal der Quiz-Dude wieder da war. Ein Goombas Hausfenster, Ergebnis war 1. Und hab meinen Zauberspruch wieder erfrischen lassen. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel 6. Und zwar Tränen auf Blütenblättern. Wir nähern uns langsam dem Finale zu und in ein paar Tagen kommt ja auch das Remake zu Teil 2 raus. I'm so excited. Sieh mal an, wer magst du wohl sein? Ich bin der Dekobaum. Hier oben, Sohn. Ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern, dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Apropos, hast du Link gesehen? Du kannst ja nur der Mario sein. Ich habe schon viel über dich gehört. Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Halte dich vor Ganondorf fern. Sehr nobel, wenn das wahr ist, dann muss das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei der Suche gerne behilflich sein, jedoch kann ich das jetzt nicht. Es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Eine Kreatur namens Schnaufuller und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Sie warfen kaum Wolken an unserem sonnigen Himmel. Seitdem ist es hier dunkel und kalt. Die Sonne macht sich nicht mehr die Mühe, sich den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verwelken. Oh, da fällt mir etwas ein. Man sagt, dass Schnaufuller jemand gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Oho, das also vor dem bösen Schnaufuller zu besiegen? Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufuller verbringt sich hinter den Wolken in einem Gebiet, das wir Nebelfahrt nennen. Kein Weg führt da hinauf. Nun, wenn du aber eine Zauberbohne findest, könntest du sie bis in den Himmel wachsen lassen. Einen Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die eine Zauberbohne hat. Irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Petunia. Du findest sie östlich von hier. Es würde nicht schaden, ihr einen Besuch abzustatten und sie danach zu fragen. Auch die anderen Blumen und Knospis könnten über brauchbare Informationen verfügen. Sprich einfach mit jedem. Okay. Talk with everybody. Du möchtest Petunia sehen? Weißt du, ich finde diese Blume ein bisschen eigenartig. Sie sammelt Bohnen und Samen, aber sie pflanzt sie niemals ein. Sie scheint Samenkörner einfach zu mögen. Ich nenne sie Samenmaniac. Petunia? Der Samenmaniac Petunia? Die ständig Samen sammelt wie eine Verrückte? Ich kenne sie, sie blüht östlich von hier. Okay, wir müssen nach Osten. Die Sonne kann nicht scheinen, weil dicke Wolken den Himmel bedecken. Wir Knospis können überall leben, solange es nur Sonnenlicht gibt. Aber jetzt gibt es gar keines mehr. Ich sage nicht, dass ein paar Wolken so dermaßen schlimm wären. Natürlich nicht. Aber ein paar Lücken in der Wolkendecke können durchaus nicht schaden. Ich hasse diese dummen Wolken. Ich habe das Wetter hier satt. Die Blütenfelder sind immer von Wolken bedeckt. Vorher war alles ganz anders. Dieser Schnaufuller ist daran schuld. Ohne das Licht der Sonne können wir Pflanzen nicht lange überleben. Jeden hier verlässt langsam die Hoffnung und sie beginnen zu verblühen. Geh doch einfach hier durch die Tür durch. Oh Gott, wer bist du denn? Hey du da, wohin gehst du? Oh, Petunia? Ja, Petunia wächst westlich von hier, im Westen. Tut mir leid, Junge, aber mehr kann ich dir nicht verraten, selbst wenn du mich fragst. Du bist also die Trollpflanze, die mir die falsche Fährte gibt. Weil ich glaube, eher den Dekobaum. Okay, da oben kann ich wieder einen Partner verbessern. Guten Tag, Mario. Es ist schön, dich zu sehen. Ich bin der Wächter dieses Tores. Aber lass dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen. Deshalb musst du mir etwas bringen, das meinen Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Aktuell nicht.
Ihr versteht ja, dass es nicht einfach ist, den erlesenen Geschmack einer so kultivierten Blume wie mich zu befriedigen. Ich schätze, das übersteigt wohl deine Fähigkeiten. Leider bedeutet das, dass du hier nicht vorbei darfst. Vielleicht habe ich auch das Panzer schon dabei, aber ich schaue mich erstmal überall um. Apropos umschauen. Hier ist schon mal nichts. Ich stelle 5 PP wieder her. Also eigentlich ist es schon nice, das Item. Hier kann ich aktuell noch nichts machen. Aber höchstwahrscheinlich kriege ich einen Partner, der schweben kann. Kriege ich ein Lakito? Das wäre ja mal episch, so ein Lakito zu kriegen. Suseldusel? Das ist ein Suseldusel. Suseldusel sehen zwar hübsch aus, aber nachdem sie dich angegriffen haben, wirst du anderer Meinung sein. Maximale KP 8, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Als Angriff tragen sie ein Lied vor. Wenn dich die Melodie erfasst, fällst du in tiefen Schlaf. Wenn ihre KP niedrig sind, versuchen sie zu entkommen. Besiege sie schnell, damit sie dir nicht entwischen. I try my best, I guess. Zumindest ist der erste schon mal da. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einschlafen, ist also daher noch ziemlich gering. Die neue Gegner zu blocken, finde ich schon ein bisschen hart. Aber gut. Ich nehme das, was ich kriegen kann. Ne, Story brauche ich aktuell nicht. Aber Herz nehme ich lieben gern an. Okay, genau, da wieder. Es ist Angriff erfolgreich. Wie? Brüssel. Das ist ein Brüssel. Brüssel sind monströse Bienen. Maximal KP 3, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Wenn sie dich stechen, kann es passieren, dass du vergiftet wirst. Manchmal rufen sie auch einen Schwarm kleiner Bienen herbei, um dich in Formation anzugreifen. Sei bloß vorsichtig, manchmal kann dich so ein Stich auch schrumpfen lassen. Die haben nicht viele KP, also schalte sie so schnell wie möglich aus. Ich will einfach 8 Schaden machen mit einem einfachen Sprung. Dammit. Wollte angreifen. Und er sprung. Ich hatte gedacht, dass Gumbario noch seinen großen Auftritt hier hat zum Angreifen. Moneten. Was passiert denn hier? Das kam unerwartet, aber okay. Liebes bisschen. Ach du heiliger Bimbam. Du Sushi, ich brauch mal dein Kommando-Attacke. Tsunami.
Dann sind zwei schon mal weg. Dann kann ich ja schon mal einen Stinkwurz nehmen. Eine Sekunde. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Danke. Das wär's gewesen. Hallöchen, Petunia, wo bist du? Du denn? Leiste mir für eine Sekunde dein Ohr, dann höre meine traurige Geschichte. Seit die Sonne fort ist, lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Und jetzt graben sich auch noch diese Maulwürfe in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln, oh weh mir. Meine einzigartige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr, Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Monty-Maulwürfe für mich vertreiben? Falls Sie sich fragen, welche Monty-Maulwürfe ich meine, ich spreche über die hier, über dessen Kerl, dann noch diesen Störungfried und jene garstige Kreatur, die voll Deppen sind. Der Kerl ist, ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Meine Samen und ich rechnen fest mit Ihrer Hilfe. Na, vielleicht möchte ich aber erstmal gegen den hier kämpfen. Eine Rubinbeere. Warte mal. Rot. Gibt es eine rote Pflanze? Dann. Ach, ich stink kurz. Ich habe genug Ahornsirup. Das Sirup möchte einfach nicht weg. Das nehme ich noch gerne mit. Anstelle von einem sauren Tonic. Er verarscht mich. Oh. Lass jetzt mal den Hammer machen. Nice. Hier, erster Angriff erfolgreich. Ich kann einmal bitte scannen, Gumbario. Das ist ein Monty Maulwurf. Du erinnerst dich doch daran, dass wir sie schon mal am Klippenberg gesehen haben. Maximal KP 12, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie sind bösartige Felsenwerfer. Sie sehen zwar einschüchternd aus, aber eigentlich sind sie nicht so stark. Tonung auf eigentlich. Ich nehme einfach mal Superbeben. Aua. Aber immerhin. Machst du mal den hier platt? Du machst den hier platt. I love it. Ich freue mich schon auf den nächsten Level ab. So, dann kann noch mal Boo wieder mal ihren Auftritt haben. Gegner sind alle gescannt. Mist. Okay, dann gehe ich einfach ein bisschen weiter nach vorne. So. Mist. Das ist doch nicht wahr. So, jetzt aber. You want to kill me here.
Mist, ich habe mein Timing vermaledeit. Machen wir erstmal den hier weg. Was ist heute los mit mir? Ich glaube, ich bin noch nicht so richtig wach. Aua. Ach komm, mach mal den hier schon mal weg. Und bang. Das ist doch Angriff nach meinem Geschmack hier. Das ist auch schön. Das kann sich noch ein bisschen ziehen. Ich hoffe, ich kriege Leben zurück. Hat nämlich noch 14. Mist. Und das sind auch schon wieder 3. Halleluja. Ich versuch's nochmal mit dem Multisprung. Mist. Oder ist das so? I don't know. Vielleicht finde ich es noch heraus. Aua. Okay, jetzt. Energie 20. Okay, dann warte ich nochmal mit Heilung. Mhm. 45 Mal. Barock.de. DTX 42, ne? Der ist unter mir gespawnt, der Depp. Okay, RIP. RIP Mount your Maulwurf. Dort so lächelt's wieder. So, erster Angriff erfolgreich. So, dann bist du jetzt auch weg vom Fenster. Bevor ich mit der Pflanze rede, geht's hier noch irgendwo weiter? Hier geht's weiter. Schnupper, Schnupper. Erstmal ganze Bäume anhauen. Kann ja sein, dass dahinter was ist.
Eine Beere aus dem Blütenfeld anstellt 5 KP her. Nee, ich behalte es mal. Aber ich kann hier tendenziell Beeren reinwerfen. Oh, yippie, hurra, hurra. Sie haben die Mauti-Maulwürfe vertrieben. Oh, vielen herzlichen Dank. Um meinen Lappengeist zu zeigen, sollen Sie diese Zauberbohne haben. Hier bitte. Hm? Ja, mein Name ist Petunia. Man nennt mich auch den Sam-Maniac. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ach ja, wegen der Zauberbohne, die ich Ihnen gab. Sie sollten sie nicht einpflanzen. Warum nicht? Weil sie als Bohne ewige Freiheit genießen wird. Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nie wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass das sehr traurig ist? Bitte pflanzen Sie sie nicht in, zum Beispiel lockere Erde, und gießen Sie ja nicht mit Zauberwasser. Ich will nicht, dass ein Trieb aus meiner süßen kleinen Bohne sprießt. Nein. Wollen Sie wirklich meine Zauberbohne einpflanzen? Na gut. Immerhin habe ich Ihnen ja sie geschenkt. Es ist Ihre Entscheidung. Okay, hier komme ich erstmal nicht weiter. Beziehungsweise sagt sie mir nichts Neues. Ich erstmal weg. 6 Schaden ist schon ein bisschen krass. Bing, bing, bing. Nein, ich bin angeschaut für 3 Runden. Oh Gott, das kann ja was werden. Ich bin einfach die Fächer-Lady. Eine Hälfte an Erfahrung. Oh, das wird eine schnelle Runde. Die Bienen legen sich mit mir an, also von daher selbst schuld. Komm, warum nicht? Warum eigentlich noch? Ich lieb's. Ich liebe die Attacken. So kriege ich halt eben auch wieder Leben zurück. Ich brauche eine rote Pflanze. Was war hier oben? Ah, da war ja das, wo ich nicht weiterkam, genau. Und wahrscheinlich kann ich hier dann einpflanzen, wenn ich alles habe. Dann gehe ich erstmal hier nach oben. Hi, ich bin das Blubberkraut. Du willst wissen, warum ich Blubberkraut heiße? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Blubbeere gibst. Okay. Warte kurz. Ich nehme mal kurz Ahornsirup.
Ich muss mal wieder Items einlagern. So viel steht schon mal fest. Ah, ich bin so hungrig. Ich habe es satt, diese blöde alte Tor zu bewegen. Ich bin so hungrig. Hey du da, du hast nicht zufällig etwas zu essen dabei? Hör zu, wenn du mir etwas richtig Saftiges gibst, dann lasse ich dich durch und werde es auch niemandem sagen. Gar nichts, kein bisschen. Oh, Scheibenhonig. Das kann ich dich nicht passieren lassen. Seit die Sonne verschwunden ist, geht irgendwie alles den Bach runter. Ich bin so deprimiert. Da musste hier dann etwas wahrscheinlich die rote Pflanze sein. Habe ich recht? Gut. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.